Gott, jetzt habe ich mich vor die Palme erschreckt. Du. Oh, so nicht mehr normal. Sei mir nicht böse. Okay. So, da hängt so ein Nachthemd rum. Da habe ich was gehört. Hört ihr das? Okay. Wir machen uns bereit, hier irgendwas Ekelhaftes drin zu sehen. Oh. Ist das das Stars Büro? Scheint so. Was ist das? Dr. Barth. Oh Gott sei Dank. Weißt du, wie lange ich schon versuche, jemanden zu erreichen? Keine Sorge, wir holen sie da raus. Wo sind sie jetzt? Gefangen in einem verdammten Krankenhaus, von allen möglichen Monstern umzingelt. Hör zu, schick einfach die Stars. Die wissen, was zu tun ist. Nein, negativ. RPD ist auch überrannt. Dann lass dir was einfallen. Umbrella ist durchgedreht. Die bringen all ihre Forscher um. Ich bin der Einzige, der weiß, wie man den Impfstoff gegen die Zombies herstellt. Du kannst also da mit der Hand in der Hose rumsitzen, oder? Jemanden schicken, der mich hier verdammt nochmal rausholen kann. Der gefällt mir. Mir auch. Ja, dachte ich mir. Du hast ihn gehört. Wir können ihn nicht der Firma übergeben. Das entscheiden nicht wir, sondern Mikhail. Ich sehe mal im Computer nach und schaue, ob ich den Doc orten kann. Der ist gar nicht mehr am Leben. Mikhail ist leider nicht mehr da. Das wird etwas dauern. Sieh dich um. Guck, ob du was Nützliches findest. Ja. Verdammt. Ja, rotes Kraut. Sehr schön. Verdammt. Und alles nur wegen diesen... Wie hieß der? Was ist das hier? Bericht über den Villenzwischenfall. Okay. Dieser bizarre Vorfall ereilte sich in einer Villa der Umbrella Corporation in den Arclay-Bergen. Das Bravo-Team der Stars wurde am 23. Juli entsendet, um eine Reihe von mysteriösen und grausamen Morden zu untersuchen. Aber der Kontakt zu ihnen riss unerwartet ab. Am 24. Juli wurde das Am 24. Juli wurde dann das Alpha-Team ebenfalls entsendet und in die Ereignisse in der nahegelegenen Villa verwickelt. Der Vorfall gipfelte in der Zerstörung der Villa. Es gab zahllose Opfer. Die einzigen Überlebenden waren 5 Mitglieder von Stars. Genauso wie die Buchstaben in den Namen. Die Ereignisse lassen sich auf illegale Biowaffenexperimente im Umbrella-Labor unter der Villa zurückzuführen. So, was lese ich hier? Das T-Virus, das in diesen Experimenten verwendet wurde, konnte die Anlage verlassen. Es wird angenommen, dass es die Grundursache all dieser Vorfälle ist. Jedoch wurden alle Beweise zusammen mit der Villa zerstört. Was weitere Untersuchungen extrem schwierig gestalten. Oh ja. Sehr toll. Ist das Jill da vorne? Ich sehe es nicht. Kann man echt kaum erkennen. Aber wahrscheinlich, ja. So, schauen wir weiter. Da kommen wir wieder raus. Hier, gucken wir mal hier. Was haben wir denn hier Schönes? Ah, hier haben wir hoffentlich keine Gegner, hoffe ich doch. Oh. Da checken wir doch mal ab. Und? Oh, Munition. Das ist sehr schön. Gleich 50. Ah, das sah auch aus wie eine Kiste. Leider nicht. So, und dann gucken wir mal noch so ein bisschen hier so rum. Halt, Erste-Hilfe-Spray. Den gönne ich mir. Okay. So, mal wieder ein bisschen was aussondern hier, ne? Kombinieren mit dem. Also die Sprays sind natürlich ultra genial. Ich denke, ich weiß nicht. Ja, ich weiß einfach nicht. Hab gerade überlegt, ob wir das Kraut lieber aufheben und das Spray nutzen.
Das hier kann in den Mülleimer, genauso wie das. Das ist durch. Werden wir aber auch verstauen. Wir schmeißen es mal nicht weg. So, der Rest ist alles Munition und Blendgranaten. Okay. So, dann laden wir mal nach. Haben wir eigentlich alles nachgeladen hier, ne? Ja. Okay. Dann machen wir eine kleine Speicherung. Da. Nee. Hä? Wo ist... Hä? Moment. Eine Blendgranate liegt hier noch. Hab ich irgendwas übersehen? Eine Gitarre sehe ich da. Hier. Lol. Liegt einfach mal so rum. Hier war, glaube ich, der Safe-Punkt, ne? Ne? Sag mal. Was da? Sturmgewehr-Munition. Da waren wir aber noch nicht in dem Raum. Hä? Moment mal, habe ich nicht hier irgendwo einen Speicherpunkt gesehen? Oder bin ich schon total behämmert? Wahrscheinlich. Okay. So. Gucken wir mal draußen, ne, was abgeht. Ja, was ist? Hä? Ein Kleist? Jemand verletzt? Oh nein. Jill? Ach, Scheiße. Halt, was? Jill! Jill, was war das? Sag was! Zieh, ich muss los. Tu, was du musst. Ich kümmere mich um Bart. Oha! Kommt jetzt wieder ein Switch? Der Carlos Express. Freigeschalten. Okay. Oh, Jill. Oh, sie hat überlebt. Oh. Ach, Kleine. Du hast schon einen harten Job. Okay. Einen Weg nach draußen finden. Puh. War nur ich überlebt. Oh Gott, uns geht's nicht so sonderlich gut. Haben wir noch irgendwas? Rotes Kraut. Ich weiß halt nicht, ob rotes Kraut hilft. Können wir nicht mal benutzen. Okay, rotes Kraut können wir nicht benutzen. Verdammt! So, da haben wir kaum Munition. Hier geht's so, ne? Bleiben wir mal bei der Shotgun. Aber der Zug wurde hier zusammengeschrumpft auf... Keine Ahnung. Das sieht nicht mehr aus wie ein Zug. Hm? Okay. Was hat dieser scheiß Nemesis mit uns eigentlich? Carlos, bitte komm! Carlos! Verdammt, hab keinen Empfang. Verdammt. Erste-Hilfe-Spray. Minengranaten. Oha. Platzieren. Das müssen wir platzieren dann, ne? Ah, was haben wir hier? Ankündigung zu neuen UBCS-Waffen. Gute Neuigkeiten, Schlappschwänze. Ich habe ein paar neue Waffen für euch, mit denen ihr garantiert euren Mann stehen könnt. Sie heißen Minengranaten. Diese Schätzchen wurden von der Umbrella Militärforschungseinheit entwickelt und werden euch heißer machen als euer Schatz, der zu Hause auf euch wartet. Sie sind schwer zu finden und etwas knifflig in der Handhabung, aber vertraut mir. Sie sind es wert. Okay, schauen wir uns mal die Daten an. Minengranaten wurden für den Gebrauch mit Standard-Granatwerfer konzipiert. Versucht ja nicht, sie in was anderes zu schieben. Feuert sie gegen eine Wand oder den Boden und sie bleiben genau da kleben. Der Sensor in der Mine erkennt, wenn sich ein Gegner nähert und explodiert, wenn dieser in Reichweite kommt. Werft sie also einfach einen Gegner in den Weg und ihr habt eine Landmine. Unfair gibt es aber im Kampf mit diesen Reason Freaks nicht. Also geht da raus und kämpft schmutzig. Okay.
Dann werden wir das gleich mal ein bisschen umfriemeln. Minengranaten. Ich denke, die werden wir jetzt wohl auch brauchen. So, okay. Gibt es noch irgendwas einzusammeln? Wahrscheinlich nicht. Wir sondern mal wieder ein Stück weit aus. Kendo-Schlüssel verstauen wir mal. So, jetzt machen wir mal ein bisschen was herstellen. Haben wir noch hochwertiges Schießpulver? Ja. Wir brauchen mal 4 Plätze. Hochwertig. Herausnehmen. Schießpulver herausnehmen. Nochmal hochwertig. Und nochmal Schießpulver. Das ergibt nämlich Flintenmunition, sofern ich weiß. Kombinieren, zack. Kombinieren und zack. Zack, kombinieren. So, und das können wir auch kombinieren. Mhm. So, gucken wir mal weiter. Handgranaten, rotes Kraut, grünes Kraut, rotes Kraut. Wir haben noch einmal Schießpulver, da können wir alleine nichts mitmachen. Brandgranaten hätten wir auch noch. Ich denke aber, die werden jetzt nicht so wichtig sein. Genauso wie explosive Granaten. Die verstauen wir erstmal. Genau. Rotes Kraut nehmen wir heraus. Genauso wie grünes. Und das mischen wir jetzt auch nochmal. Kombinieren. Zack. Sehr schön. Und verstauen. Gut, dann haben wir... Wir haben sogar nochmal rotes und grünes Kraut. Immer her damit. So, nochmal kombinieren. Ich finde das Kombinieren eigentlich relativ cool. Fand ich auch damals schon. Also ich habe damals mal Resident Evil irgendwas angespielt. Ein Stück weit. Und daher sagt mir das noch irgendwas. Dietrich können wir immer gebrauchen. Bisschen Munition. Bolzenschneider brauchen wir nicht mehr. Und ein Spray haben wir noch mit. Für Notfall. Okay. Sollte eigentlich erstmal so okay sein. So, und noch einmal speichern. Nichts gegen Carlos, aber ich mag's, mit Jill zu spielen. Das ist ja schließlich unser Protagonist. So, ich bin mir relativ unsicher. Wir werden das mal probieren. Und wahrscheinlich werden wir es auch brauchen. Und testen auf jeden Fall. Okay, alles dunkel hier. Wollen wir das mal probieren? Wie so ein Stück Scheiße sind die da auseinandergeplatzt. Sehr schön. Gefällt mir sehr gut. So. Aber ich denke, dass das Verschwendung war für die paar Lümmel. Aber was soll's? Oh. Hallöchen. Das war's mit dir, du Arschloch. Okay, ist nicht sehr groß, der Komplex hier. Jo. So, dann lauft mal ohne Schädel rum. Wir schauen. Warte, was. Da sah was aus wie was Blaues irgendwie. So. Hier haben wir nichts wirklich. Ah. Hör. Mal diese Geräusche hier. Oh, frisch. Er ist immer noch am Leben. Ich muss weg hier. Oh Gott. Der Kreatur entkommen. Oh nee.
Ich dachte, ich bin gerade irgendwie weg. Da kommt dieses Drecksvieh schon wieder jetzt. Okay, was haben wir hier? Ein bisschen umschauen. Eine wunderschöne Gegend hier. Mag ich die Gegend? Können wir uns umdrehen? Oh ja. Das sieht geil aus. Okay. Genug. Oh, das sieht aber auch cool aus. Da mit der Brücke. Hm? Moment. So. Ah, hat schon was. So, gut. Pistolenmunition. Uhrturmbroschüre. Der Uhrturm St. Michaels ist ein Gebäude im Barockstil, das im Herzen von Raccoon City steht. Er ist zu einem geliebten Warnzeichen geworden und gilt vielen Bürgern als Symbol für die ganze Stadt. Die Kirche St. Michaels erbaute diesen Turm 1908 mit der Hilfe mehrerer Philanthropen. Er ist den Kindern gewidmet, die in der sich entwickelnden Stadt geboren wurden, und das Erdgeschoss wurde lange Zeit als Grundschule genutzt. Die Stadt sah weiteres Wachstum durch die rasche Elektrifizierung zu Beginn des 20. Jahrhunderts und die St. Michaels Grundschule schwoll auf über 600 Schüler an. Leider wurde die St. Michaels Grundschule 78 geschlossen, da das Gebäude anfing, altersbedingte Schäden aufzuweisen. Die Uhr wurde gestoppt und es wurden strenge Zutrittsbeschränkungen für das Gelände erlassen. Jahrelang war dieses einst so geliebte Wahrzeichen und der Platz davor abgesperrt. Aber in den 90ern arbeitete die Umbrella Corporation zusammen mit Bürgermeister Michael Warren daran, die Gegend zu renovieren und wieder zu eröffnen. Dieses Mal sollten angemessene Instandhaltungsmaßnahmen durchgeführt werden. Der Uhrturm wurde 1993 offiziell wieder eröffnet und der Klang der schweren Glocke kann heute wieder in ganz Raccoon City gehört werden. Cool. Das sieht schon geil aus. Schaut euch das mal an. Schaut euch das einfach mal an. Wie geil das einfach nur aussieht. Krass. Okay. So, ich nehme an, dass wir niemanden anrufen können. Da ist noch eine Pflanze. Liegt hier noch was? Man weiß halt immer nicht. Aha. Grünes Kraut. Nochmal? Oh ne, das ist eine normale Pflanze. Und rotes Kraut. Gleich mischen. Zack. Für Notfall. So, hier wird es wohl nichts mehr geben, ne? Etwas Verstecktes vielleicht. Map ist auch nichts angezeigt. Nochmal hier vorschauen. Ne. Okay, ich habe irgendwie das Gefühl, dass es wieder so eine Art Brückenkampf oder sowas gibt hier. Wir sind ja tatsächlich nur am Flüchten vor denen. Kann nicht mal schwimmen. Oh oh. Carlos, melde dich. Ja, was ist? Ach, vergebens. Der Zug ist entgleist. Entgleist? Ist jemand verletzt? Wir sind alle tot. Mikhail, sie alle. Ach, Scheiße. Oh oh. Nikolai hat uns verraten. Halt, was? Was zur Hölle? Zurück! Oh. Ja, was war das? Wie sieht der denn aus? Oh Gott! Was ist mit ihm passiert? Oh nein! Hat der Flossen? Hat der Flossen bekommen oder was ist das? Oh Gott! Come on!
Oh Gott. Liegt hier irgendwas rum? Da ist rotes Kraut. Oh Gott. So, mehr können wir damit nicht machen. Oh Gott. Ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Wow. Okay. Und die Tote. Hä? Das kann ich so nicht überleben. Oder? Doch! Nee. Oh, du stinkst, Kollege! Irgendwie glaube ich nicht, dass wir damit zurechtkommen. Sind wir in Gefahr? Wir sind in Gefahr. Benutzen. Natürlich beim Nachladen kann sie nicht ausweichen. Okay, ich glaube nicht, dass wir hier... Nee. Wir können ja auch nichts tun, ne? Oh, was haben wir hier? Okay, okay, wir haben was bekommen. Na, weg, 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 weg. Nein. Nein. Okay, wir haben Brandgranaten bekommen. Oh Gott, die müssen wir jetzt nachladen. Wir brauchen erste Hilfespray. Und jetzt müssen wir nachladen. Okay. Na, gefällt dir das? Brenn schön, du Mistvieh. Nee. Oh Mann. Wo springt er denn hin? Was? Hier. Was macht der? Mist. Gleich einen üblen Fall. Dir schieße ich in die Fresse. Oh, dachte ich zumindest. Ich muss was kombinieren. Benutzen. Gott, wir haben... Da konnte ich nicht mehr ausweichen. Verdammt. Wir müssen weg hier. Liegt hier noch irgendwo Munition? Irgendwo hier liegt noch irgendwas. Oh Gott. Sie ihn irgendwie stoppen. Ja, wie denn? Ah, mit den Minen. Hält ihr das? Oh, 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 oh. Okay, da liegt noch irgendwas. Auf der.
Seite. Ich muss ihn zum Anhalten bringen. Ja, kriegen wir schon hin. Ekelhaftes Mistvieh. Nee. Dahin. Oh, ich schieß auch noch daneben, wie so ein Vollidiot. Hier, ne? Nee, weiter oben. Da irgendwo. Hier! Liegt doch ein bisschen was. Rennt der schon wieder so dämlich darum? Vergiss es! Was haben wir da eingesammelt? Pistolenmunition, Flintenmunition. Oh, okay, das war unsere letzte. Jetzt dreht der vollkommen durch hier. Oh, 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 oh. Nein, 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 nein. Jetzt rennt der schon wieder irgendwo rum. Und wir können ihn diesmal nicht aufhalten. Zum Anhalten bringen. Kann ich nicht, wir haben nichts. Wir nehmen das jetzt noch. Komm schon. Verreck doch endlich! Oh. 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 Gott. Wie sollen wir denen Herr werden? Boah. Jetzt rennt der. Jetzt rennt der schon wieder darum. Wir haben hier nichts zum Einsatz. Okay, wir haben, glaube ich, die Munition verschwendet. Ja, richtig so. Hä? Was? Wieso Pause? Tja. Carlos, bist du noch da? Komm schon, du gibst jetzt den Geist auf? Verdammt nochmal. Oh Gott. War das ein Scheißfight. Und das Schlimme ist, ich glaube... Der lebt noch.